Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Ocean 4 The Last Hope. Unsere Höhle der sieben Sterne neigt sich so ganz langsam dem Ende zu. Wir befinden uns hier im siebten Stockwerk, haben das beim letzten Mal alles ausgekundschaftet und haben eine Sternkelle bekommen, sind nochmal quer über alle Stockwerke hin und her gelatscht, haben dort so ein bisschen was eingesammelt und können jetzt hier weiter in die letzte Etage. Und ich kriege gerade ein bisschen Puls, obwohl ich ja wie am Ende der letzten Folge schon gesagt, nicht vorhabe, mich jetzt in diesem Part dem Boss zu stellen. Wir werden einer anderen spannenden Sache nachgehen, allerdings ist die nicht vergleichbar, vor allen Dingen in puncto Herausforderung mit dem, was uns hier erwartet. Ja, also hier endet das ganze Gebiet. Wir haben allerdings, das werden vielleicht nicht alle wissen, auch die Möglichkeit, diese Kisten, die sich hier befinden, einzusammeln, ohne dass wir den Boss konfrontieren müssen. Und guckt euch das mal an. Sieht so schön designt aus, oder? Hier im Hintergrund. Ich habe diese Etage echt so wunderschön gemacht. Auch wenn ich jedes Mal richtig Muffensausen habe, wenn ich hier bin. Und ich war noch nicht oft hier, daran wird es wahrscheinlich auch liegen. So, Feuerring haben wir. Das heißt, die Kiste können wir befreien von ihrem Fluch und wir haben den Wasserring. Genau, um den soll es nämlich heute gehen. Der Wasserring ist der letzte Ring, den wir in diesem Spiel finden können und der wird auch die letzten Versiegelungen für uns aufheben. Und zwar die Truhen, die von Feuer umschlossen, umhüllt sind, wie auch immer. Und ja, wir werden uns in dieser Folge alle Kisten angucken. Handbuch Wildspatzen, das dürfte in diesem Spiel der wohl stärkste Skill für Raimi sein. Also dieses Stockwerk hier hat es in sich. Man merkt, dass man jetzt so ein bisschen schon auf den ganzen High-End-Kram hinausläuft. Aber irgendwann muss der ja auch kommen, ne? Ich meine, das Spiel haben wir ja eigentlich schon beendet und alles. Hier haben wir erstmal den Wasserring. Ja, so sieht der aus. Schickes Teil. Ich weiß gar nicht, ob der mir am besten gefällt. Feuerring ist auch schnieke. Überhaupt jemals alle angesehen. Irgendwie sind die alle ganz cool. Ich wollte euch aber eigentlich genau diesen Skill zeigen. Wildspatzen. Ein Buch über die mächtige Spezialtechnik Wildspatzen. Blablub. So, und einmal für Remy. Und das Ganze werden wir mal für Mademoiselle Remy ausmaximieren. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch zurückgreifen werden. Vielleicht zeige ich das mal in irgendeiner Folge. Mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich geiler Skill. Feuert eine Serie geladener Pfeile, die selbstständig die Gegner heimsuchen. Also das ist unangefochten die Nummer 1, kann man gar nicht anders sagen. Ich glaube, das ist auch absolut indiskutabel, ob dem so ist oder nicht. So, das heißt, wir werden dann deswegen ihr die Wildspatzen auch auf einen Slot hier komplett drauflegen. Dann kann ich das irgendwann mal spammen, wenn mir der Sinn danach steht, wenn sie nochmal zum Einsatz kommen sollte. Und diesen Boss hier, ja, der wird mich wahrscheinlich wieder richtig zur Verzweiflung bringen, aber das wird dann Thema der nächsten Folge sein, denn wir haben jetzt ein bisschen was zu suchen. Und ich bin am Überlegen, wie wir das am besten machen. Warte mal. Kann ich hier nicht wieder zurück auf andere Etagen? Das ist ja scheiße. Damit nimmt mir das Spiel gerade so ein bisschen meine Entscheidung ab, denn wir haben zwei von diesen Kisten. Die haben wir auch hier im Dungeon, und zwar im vierten und fünften Stockwerk. Das wird wieder mit ein bisschen Lauferei verbunden sein. Wir gehen jetzt mal chronologisch vor. Wir gehen jetzt mal chronologisch vor und unsere Reise wird uns jetzt zuallererst ins Purgatorium führen. So, ich habe jetzt Tatroy einfach verlassen, ne? Bin hin zum Teleporter, habe mich nach Trock geportet. Und ja, dann durch diese Höhle, ne, die heißt glaube ich auch Höhle zum Purgatorium. Und dann bin ich direkt auch hier und Gott sei Dank müssen wir hier nicht so weit laufen. Ich werde noch eine Kiste auf Nox Obscurus haben, die wird die ätzendste sein. Also auch vom Laufweg her, auch von der Dauer her, aber das werde ich dann auch für euch cutten. Denn ja, am einfachsten sieht man das immer, wenn man hier direkt auf die Karte geht. Wir haben hier auf der linken Seite, vielleicht erinnert ihr euch sogar noch, da sind wir zwar schon drin gewesen, hatten seinerzeit aber eben nicht diesen Ring. Und ich glaube, hier wird das ja nochmal vollgestopft sein mit Gegnern. Aber gut, die sind jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig stark. Ich mach die mal eben kurz weg. Ja, Peanuts. Ich glaube, die Ladezeit hat länger gedauert als der Kampf selber. Das waren auf jeden Fall keine 10 Sekunden.
Und ja, ich hoffe einfach mal, dass wir hier schöne Sachen rausbekommen. Ich weiß, da waren gute Sachen dabei, aber nicht nur. Toll, dass der Wasserring jetzt nicht aufgeladen ist. Schon ja, Mords, mega geiles Timing hier. So, hier haben wir das gute Stück. Bitte einmal so und... Hä? Nochmal... Mal gleich ein paar Ladungen mehr mit reinnehmen. Das Ding lade ich auch mal sicherheitshalber auf. Und das hier auch. Auf Null muss ja hier nur nichts stehen bleiben. So, der Wasserring. Jawohl, zum ersten Mal im Einsatz und direkt mit einem Blitzschwert. Klingt nach einer Waffe für Edge. Ist das, glaube ich, auch... Hallo? Ich habe gerade auf Rennen gedrückt. Der hat nicht reagiert. Aber gut, hier sind ja diese Monddamen auch nicht so kritisch. Okay, so, dann gucken wir mal. Waffen sind ja tendenziell immer gut, aber Edge ist, glaube ich, schon mit einer ziemlich guten Waffe ausgestattet. Ich nehme alles zurück. Okay, ermöglicht Angriff mit dem Donnerelement Feuerblitzstrahl bei Angriff. Die ist mega geil. Ohne Frage. Aber ich glaube, der Boss im Seven Star Dungeon, also in der Höhle der sieben Sterne, ich glaube, der ist dagegen resistent. Also mit Edge werden wir definitiv nicht mit dieser Waffe gegen diesen Boss antreten. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Die ist ansonsten aber natürlich über alles erhaben. Und ich bin jetzt am Überlegen, wo muss ich als nächstes hin? Oh, diese Laufwege sind echt das Ätzendste. Ich glaube, für euch wird das echt ein kurzer Part werden. Aber ich will aus diesem Grund jetzt nicht irgendwie das unnötig in die Länge ziehen. Deswegen sehen wir uns gleich auf Eos wieder. So, ihr Lieben, lang ist es her. Aber wir stehen tatsächlich wieder vor dem Mega-Insektenbau. Ich habe jetzt den Weg, wie gesagt, nicht gezeigt. Das hat jetzt wieder ein paar Minütchen gedauert. So, jetzt wird es aber interessant, denn ich weiß nicht mehr zu 100%, wo wir jetzt hier diese Kiste haben. Ich habe so eine vage Vorstellung. Das wäre eigentlich auch alles total entspannt, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich wahrscheinlich wieder in 10.000 Zufallskämpfe reinlatsche, die ich eigentlich gar nicht mitnehmen möchte. Hä? Ich glaube, ich bin hier noch nie runtergefallen, ohne dass ich diesen Adifaga bekämpfen musste. Aber okay. Habe ich nichts gegen einzuwenden. Das ist der Grund, warum ich diesen Dungeon auch so schrecklich finde. Also mal abgesehen davon, dass hier alles voller Insekten ist. Aber ich komme hier auch irgendwie mit dem ganzen Aufbau nicht so klar. Deswegen kann sich das hier nur noch um Stunden handeln. Ich kann euch beruhigen, bei den anderen Orten weiß ich, glaube ich, auch wenn der Weg dahin jeweils sehr ätzend sein wird, da weiß ich aber immerhin, wo ich hinlaufen muss. Hier habe ich wirklich keinen blassen Schimmer. So, auf dieser Ebene scheint aber erstmal nichts zu sein. Das heißt, ich gehe mal in die nächste. Hier oben grenzt direkt wieder was an. Gucken wir mal hier. Ich glaube, so viele Ebenen gab es gar nicht. Die waren nur so komisch miteinander verknüpft. Hier vielleicht? Ich bin am Überlegen. Also eigentlich könnte man das jetzt ja auch rausschneiden. Aber für diejenigen, die das vielleicht mit Hilfe dieses Videos nachspielen, ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt, den Laufweg nachvollziehen zu können. Wie gesagt, die Kämpfe schnibbel ich ja raus. Ich spule das mal ein bisschen vor, Leute. Nee, ich spule das nicht vor. Das hat nämlich gerade ein bisschen zu lange gedauert. Habe auch wieder ein paar Kämpfe mitgenommen. Aber da, wo ich euch gerade das angekündigt habe, da war ich auf dieser Ebene hier. Guckt mal. Da sind wir von oben irgendwie oben mittig so hier hingekommen. Und dann bin ich nach unten links gegangen. Also quasi nach Südwesten, wenn man es jetzt ein bisschen professioneller umreißen möchte. Und jetzt bin ich hier und guck mal da oben rechts, da ist sie schon, die geschlossene, verschlossene, versiegelte Truhe, wie auch immer. Und da gucke ich jetzt mal, dass wir irgendwie hinkommen, ohne dass ich in einen Kampf reingerate. Habe ich schon wieder keinen Bock auf den Weg hier raus. Ey, diesem Spiel fehlt echt so ein Item, um sich aus Dungeons rausporten zu können. Das haben eigentlich alle Spiele aus dem japanischen Raum, alle japanischen Rollenspiele, fast alle, oder? Ich finde das irgendwie voll ungewöhnlich, dass wir das hier nicht machen können, aber ist auch wurscht. Vielleicht werden wir es mit irgendwas Schönem entlohnt. Wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Auf eine Sache warte ich noch. Ich hoffe, dass sie bald kommt. Und zwar, ja, das ist genau das. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Den Drachenbrot. Da sollten wir vielleicht nochmal ein, zwei Minuten drüber sprechen. Das ist nämlich der Skill, der beste für Aromat. Und jetzt ist er richtig almighty. Also, ja, da steht es auch mächtige Kampfkunst, bla blub, aber...
Die Leute können ja viel schreiben, wenn der Tag lang ist, ne? Die ist aber wirklich gut. Die ist genauso gut wie die Wildspatzen für Raimi. Das ist sein absoluter Überskill. Ein Schlag nach unten mit der Sichel und schon strömen die Drachen aus und greifen den Feind an. Das ist auch ein Flächenangriff. Sehr, sehr stark. Wir sehen unten, wie sich der Angriffswert... Der macht teilweise gerade sehr große Sprünge. Aber immer so schubweise. Habt ihr das auch gerade gesehen? Das sah irgendwie komisch aus. Auf jeden Fall wird die Drachenbrut erstmal sein Hauptskill werden. Es gibt nur ein Problem mit diesem Ding. Zumindest auf der... Oh, was mache ich? Hä, was habe ich denn da gerade gemacht? Zumindest auf der PS3. Denn, es gibt Leute, die haben Probleme mit Abstürzen bei diesem, also mit Freezes einfach beim Einsatz dieses Skills. Und ich habe darüber bisher nur was gelesen auf der PS3. Ich muss sagen, ich habe bisher mit Aromat auf meiner Xbox ohne Probleme spielen können. Also da ist meine Konsole kein Mal gefreezt beim Einsatz dieser Attacke, aber... Auf der PS3 soll es Leute geben, die damit Schwierigkeiten haben, vor allen Dingen im Seven Star Dungeon, also da, wo wir quasi gerade noch unterwegs sind. Und es soll aber auch nur da irgendwie Probleme geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Das finde ich irgendwie ein bisschen irritierend. Man muss vielleicht dazu sagen, ich weiß nicht, ob das ein Faktor ist, der hier eine Rolle spielt, aber die Xbox-Version, die kommt ja auf 3 CDs oder Datenträgern, wie auch immer. Und in der etwas angepassteren Version für die PlayStation 3 haben wir nur eine CD. Das heißt, du hast auch keinen Diskwechsel, wenn du zwischen den einzelnen Gebieten hin und her reist. Ist natürlich deutlich komfortabler. Aber ja, das sollte man vielleicht wissen. Das wird auch der Grund sein, weswegen ich... oder das ist der Grund, das wird ja nicht nur sein. Weswegen ich auch nicht sicher gewesen wäre, würde man diesen Skill früher bekommen, ob ich den in diesem Dungeon so zum Einsatz gebracht hätte... Weil ich hasse Freezes wie die Pest. Bin ich wahrscheinlich in guter Gesellschaft. Ich glaube, das mag keiner. Aber ja, das ist halt auch relativ interessant inszeniert. Ich kann euch das ja mal gucken, kurz zeigen. Hier bei einem Gegner angucken. Kann schon wieder keine Sätze bilden hier. Aber ich glaube, die verrecken zu schnell. Ich glaube, wir werden das gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Hallo, Aromat? Oh, falsche Taste. Sorry, war meine Schuld. Ja, na gut. Viel haben wir jetzt davon nicht gesehen. Aber wenn ich jetzt diesen Boss schaffen sollte, ja, im Seven Star Dungeon, in der Höhle der 7 Sterne, ich finde, das klingt im Englischen irgendwie kompakter, dann werden wir diesen Skill und auch die Wildspatzen von Raimi Pipapo noch sehen, wenn ich den nächsten optionalen Dungeon betrete, den ich dann aber wirklich nur anschneiden werde, weil der ist mir dann doch ein bisschen zu hardcore. So, und da wären wir auch. Bereich 6. Boah, der Weg, der ist so ätzend, Leute. Aber da müsst ihr durch, wenn ihr alle Kisten haben wollt. Dann muss man leider durch ganz Obscurus nochmal latschen. Es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie zu beschleunigen. Und ja, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Auch wenn mir der Rückweg jetzt noch bevorsteht, ist natürlich auch nicht so spaßig. Aber gucken wir mal, was wir dafür bekommen. Es gibt übrigens 5 Kisten insgesamt. Ja, super. Ganz toll. Ey. Der nervigste Weg für den beschissensten Loot, ey. Ist das euer Ernst? Ja, es ist deren Ernst, aber hey, was tut man nicht alles? Komplettierung ist Komplettierung. Wir wollen jetzt keine außen vor lassen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wie ich jetzt am schnellsten wieder wegkomme. Denn es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn ihr das Spiel vorher schon mal durchgespielt habt, dann könnt ihr ja kurz vor dem letzten Boss links und rechts die Türen auch schon öffnen und euch rausporten. Ich weiß gerade nicht, ob das schneller oder kürzer ist, als den ganzen Weg wieder zurückzulaufen. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen schneller. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, ich werde mal gucken, dass ich mir den Weg jetzt irgendwie wieder zusammengefriemelt bekomme. Guck mal, genau den Bereich meine ich ja, Audienza. Ich glaube, das ist deutlich schneller. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist, man muss das Spiel einmal schon durchgespielt haben. Im ersten Spieldurchlauf wird das nicht funktionieren, weil diese Türen hier gar nicht offen sind. Wobei man muss ja sowieso dieses Viech hier einmal besiegen, damit man überhaupt in den Seven Star Dungeon reinkommen kann, ne? Das heißt, ja, ach, keine Ahnung, ich weiß die genaue Abfolge nicht mehr. Auf jeden Fall können wir hiermit zurück. Und um nochmal vielleicht zu umreißen, wie ich in dieses Gebiet 6 oder in diese Area 6 im Palast der Schöpfung gekommen bin. Also man muss zweimal durch diese
Weltraumgebiete irgendwie durch. Ich weiß nicht, wie ich die gerade sonst nennen soll. So, warte mal, da können wir jetzt ja auch direkt weiter. Warte, Multitasking und so, einmal nach Tatroy, genau. Durch diese, da wo man so draußen auf diesen Kometen, Asteroiden oder was das da sind, wo man da rumläuft, da muss man zweimal durch. Und beim zweiten Gebiet, da wo die Türen nicht schon, oder diese Portale nicht von Anfang an schon sichtbar sind, da muss man dann den nördlichsten Ausgang nehmen. Ich glaube, der ist sogar optional. Ich glaube, den muss man, nicht beschreiten. Oder musste man da dieses Item holen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das der nervigste Weg, den man hier beschreiten muss. Das sage ich jetzt einfach mal so pseudo-selbstbewusst, obwohl mir jetzt noch zwei nervige Wege bevorstehen. Wobei der erste ist gar nicht so schlimm. Da sind wir in der letzten Folge sogar kurz mal gewesen in der Nähe dieser Kiste. Vielleicht erinnert ihr euch. Da dachte ich nämlich, dass wir dort ein Ausrufezeichen finden. Da war dann aber, ja, diese Kiste. Deswegen habe ich da kehrt gemacht. Und dann wird Etage 5 nochmal ein bisschen nervig. Und dann, Leute, in der nächsten Woche, ja, werde ich meinen ersten Versuch unternehmen. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, den Boss hier aus dem Weg zu räumen. Und ich habe Angst und ich habe verdammten Respekt. Und ich glaube, ich soll mich da ein bisschen beruhigen. Aber ich habe mich irgendwie, irgendwie, je länger dieses Projekt hier geht, desto größer ist immer der Wunsch gewesen, euch auch den zweiten Dungeon zu zeigen. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich, diesen Boss hier zu legen. Und wenn ich daran zurückdenke, wie viele Probleme der mir bereitet hat auf meinem Schwierigkeitsgrad leicht, auf meinem Durchgang, dann wird mir hier so ein bisschen Angst und Bange. Aber naja, wir gucken einfach mal. Zumindest kann man mir im Nachgang nicht unterstellen, dass ich es nicht zumindest versucht hatte, ne? So, was haben wir hier Schönes? Ist doch wie so ein Schlag ins Gesicht, oder? Das ist doch, als würdest du, weiß ich nicht, dein Leben lang hart ackern und am Ende sagt dir irgendeine Behörde, ja, sie kriegen eine Rente von 10 Euro monatlich. Ich weiß, das ist kein guter Vergleich, aber ich fühle mich gerade so, alles umsonst. Den ganzen Weg hätte ich mir sparen können. Was wollte ich denn jetzt machen? Nachher eine Staunfrucht wegwerfen, sorry. Ich bin schon wieder total durch den Wind. Ich hatte auf was Schönes gehofft. Wo sind denn diese Staunfrüchte? Was bringen mir die überhaupt? So ein blödes Zeug hier. Okay, ich bin gerade echt zu blöd, das zu finden hier. Regeneriert 5%. Ja, super. Was generiert bei Anwendung einen Samen? Das heißt, die könnte man ja theoretisch dann darüber auch farmen. Ich weiß gar nicht, ob man die Staunfrüchte auch sogar kaufen kann. Ich glaube fast nicht, oder? Das wäre ein bisschen zu einfach. So, weil ich jetzt gerade zufällig in einen Kampf reingerannt bin, wo ich eigentlich gar nicht rein wollte, kann ich euch jetzt mal kurz den Skill von Aromat in all seiner Pracht zeigen. Also man erkennt, finde ich, nicht so sonderlich viel. Liegt vielleicht auch daran, dass der Hintergrund gerade so ein bisschen dunkel ist. Aber das Ding haut halt mega gut rein. War jetzt vielleicht ein bisschen mutig, ne, vor dem Hintergrund meiner Freeze-Absturz-Paranoia. Aber naja, gut, das wird nicht beim erstbesten Versuch passieren. Aber wenn du natürlich stundenlang zum Beispiel Kills farmst oder Drops farmst, um irgendwelche Kampftrophäen freizuspielen, dann ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die Gefahr dann auch deutlich höher ist. So, und hier bin ich jetzt auf Etage 5. Man sieht die Kiste nicht von Anfang an. Boah, ich hasse sowas. Ich werde nie verstehen, wie man das aus Entwicklersicht so programmieren kann, dass du bei der Karte nicht hin und her schieben kannst. Also dass du die nicht in Gänze dir angucken kannst. Verstehe ich nicht. Also klar bist du da natürlich ein bisschen dazu auch animiert und angehalten, das alles besser auszukundschaften. Oh, da ganz oben links. Okay, bis gleich. So, Leute, Endspurt. Ich nehme übrigens alles zurück. Dieser Weg hier ist mindestens genauso ätzend wie der Weg nach Nox Obscurus. Sieht auf den ersten Blick vielleicht nicht danach aus, aber du musst den ganzen Kreis noch einmal durchlaufen, weil alle anderen Wege blockiert sind. Das heißt, du kannst nicht direkt in den, wo war das, in den Nordwesten vordringen, sondern, ja, hast halt deinen tollen Umweg, ne? Goldkelch. Ja, sagt mir gerade nichts. Klingt jetzt erstmal nicht so geil. Löst auf jeden Fall keine Glücksgefühle bei mir aus. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber... Hä? Ja, genau. Alphabetisch wollte ich das bitte haben.
So, ein Kelch, dessen Wasser MP erneuert. Nach der Einnahme muss er sich vor der nächsten Verwendung erst wieder füllen. Alle 5 Kämpfe bekommen wir damit also einmal einen kleinen MP-Regen spendiert. Das ist doch nicht schlecht. Ja, ist auf jeden Fall außergewöhnlich, muss man sagen. Vorher konnte man sowas im Spiel, glaube ich, nicht finden. Und das heißt, eigentlich sind wir dann auch durch, Leute. Denn das sind alle Kisten gewesen. Und ich habe jetzt kein Achievement bekommen. Also irgendwo werde ich was ausgelassen haben. Das überrascht mich jetzt aber nicht. Wir müssen aber trotz alledem... Also alle von diesen Feuertruhen müssen wir damit haben. Wie gesagt, 5 Stück gibt es. Da habe ich auch Wert drauf gelegt, mir alle rauszusuchen. Ich glaube aber, dass ich für die anderen Ringe jeweils kein Backtracking gemacht habe. Aber ganz ehrlich, der Inhalt, der wird uns jetzt hier auch nicht mehr den Allerwertesten retten bei dem, was ich hier noch vorhabe. Deswegen werde ich davon mal absehen. Wie gesagt, soll ja auch kein 100% Let's Play werden. Nur bei den besonderen Ringen, die man eben ganz zum Schluss findet. Ich glaube, beim Dunkelheitsring... Das war doch der, den man ganz am Ende noch bekommen hat, oder? Vor Satanael, vor dem letzten Boss. Da war es mir halt wichtig, das aufzuzeigen, weil das eben immer so mit Backtracking verbunden ist. Und wer sich das nicht notiert... Mann, ey! Ich kann so nicht arbeiten! Ich hasse diesen Ort. Also langsam bin ich diesen Dungeon echt überdrüssig. Ich bin echt froh, dass der zu Ende ist. Auch wenn ich so ein bisschen Bammel habe vor dem, was uns bevorsteht. Aber ich bin erstmal froh, dass der... zu Ende ist. Und ich frage mich gerade, ob ich, wenn ich oben weiter lang gelaufen wäre, nicht schneller wäre, aber ist auch wurscht, denn ich schnibbel euch wieder raus. Ich weiß ja nicht, ob dieser Dungeon einem genauso auf den Senkel geht, wenn man nur zuschaut oder ob man den dafür selbst spielen muss, aber so gut ich den auch finde, also vor allen Dingen optisch ist das genau mein Ding. Ich finde es auch toll, ne, dass es hier eben noch so Aftergame-Content gibt, ist natürlich zusätzliche Motivation, ne, für Leute, die eben traurig sind, wenn das Spiel schon zu Ende ist. Ah, ey, diese Gebiete sind so riesig. Wenn man wenigstens so ein 50-50-Anteil drin hätte im Design von, ja, 95% des gesamten Dungeons und von dieser 4. Etage oder auch von der letzten Etage, ist ja, glaube ich, so von der Umgebungsgrafik her das Gleiche, dann wäre das nochmal was anderes, aber naja, wir haben das jetzt offiziell, hiermit offiziell hinter uns gebracht. Jetzt wartet nur noch der Boss auf uns, das heißt, in der nächsten Woche wird es sehr, sehr spannend. Ich werde mir nochmal die Zeit nehmen und bei Welsh ganz in Ruhe gucken, vielleicht sogar noch was farmen gehen, mal gucken, ja, was ich da noch so an Equipment für uns zusammentragen kann. Lasst euch einfach überraschen, bevor es auf den großen Moment hinausläuft, werde ich euch natürlich zeigen, was ich mir hergestellt habe, mit welchen Waffen ich ins Rennen steige. Und ja, ich bin sehr gespannt. Bedanke mich aber hier erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!